Das ist ein Klaubär. So ein Saubär. Das ist großer Gang, das ist kleiner Gang. Kleine ist vielleicht sogar besser. Nein! Kannst du mal aufhören damit? So ein Klaubär. Der sollte sich mal waschen, dann ist er ein Waschbär. Ich weiß, der war schlecht. Wieso verfehle ich denn hier Sau? Treff nicht mehr, dabei bin ich doch gar nicht blind. Ich hab schon einen Speicher. What the fuck? Gesehen, ne? Ah, verdammt. Jawohl. Wasserbüro von hoher Handwerkskunst. Werte Lola, vergebt mir, denn meine Briefe waren nichts als Betrug. Ich greife zur Feder in einer Stunde, da ich erkannt habe, dass die Wahrheit nicht länger verschwiegen werden darf.
Der junge Soldat in Moblets weilt längst nicht mehr auf dieser Welt. So schrieb ich euch an seiner Stadt verzeiht. Es ist einfach im Vergangenen zu schwelgen der bitteren Wahrheit zu entfliehen. Doch bleiben unsere Taten dann leer. Unsere Schritte stockend. Fasst neuen Mut und blickt nach vorne, werte Lola. Fasst den Mut, neu zu lieben, hochachtungsvoll hier. Musik. Oh, die Zeit mag Dinge wandeln, doch unbeirrt erstrahlt die Morgendämmerung und schlagen die Herzen der Menschen. Hirn! Es freut mich, euch wohl aufzuwissen. Hirn! Verhaltet der Worte, ich gehe mit euch. Der Welt darf ihrem jetzigen Schicksal nicht hilflos überlassen werden. Doch wie, wenn mir diese Frage erlaubt ist, fandet ihr mich? Ihr lasst doch nicht etwa meine... Das nun ist also nichts weiter als ein unbedeutendes Hobby von mir. Hier, diese Blumen sind wunderschön. Also, müsst ihr mich denn so in Verlegenheit bringen? Ist es euch ernst? Fragte mich, was wohl aus dem unglückseligen Mädchen in Miranda geworden war, und besuchte die Stadt. Dort erfuhr ich, dass sie wohlwissend eine Antwort käme nie, dennoch jeden Tag einen Brief an ihren Geliebten schrieb. Schwer ward mein Herz. Während ich ihr schrieb, musste ich erkennen, dass ich ihr im Grunde glich. Auch ich war in der Vergangenheit gefangen. Und wand mich, den Blick nach vorne zu richten. Doch nicht länger will ich so mein Dasein fristen. Diese Welt verlangte nach Taten. Miranda hatte ich das Vergnügen einer Unterredung mit Sir Klaus. Er äußerte sich dargestalt: Stark werden, Kefka platt machen, wenn ich mich nicht recht entsinne. Sicher meinte der junge Herr damit, auf dem Bestienfeld sein Kampfgeschick zu üben. Wo sind denn die Bestienfelder? Ich bin ja nur hier wegen meinen Kollegen, ne?
Wo sind denn die Bestienfelder? So, Hiren fand ich übrigens stärker, der kommt gleich ins Team. Hier ist der Maschinenraum. Ah, hier ist Hiren. Ja. Weil den Kartenspieler finde ich jetzt nicht gerade besonders. Aber ich glaube, für Kefka brauche ich alle. Such mal die Bestienfelder, die müssen ja hier irgendwo sein. Wahrscheinlich das da, oder? Zu sagen, dass ich dir folgen soll?
anbieten. Wie können die hier mit diesen Monstern... Als wir neulich zu dritt auf Jagd ins Wässchenfeld vorstießen, trafen wir auf einen wolfsähnlichen Jungen. Also den treffen wir wahrscheinlich wirklich auf den Bestienfeldern. Einfach Monster killen. Was zum? Das ist tot, oder? Nee, tot. Urteil. Das ist tot, okay. LOL, was? Hat ja voll viel gebracht, nämlich gar nichts. Ach komm, fick dich! Mann, ein Monster aus der Kiste gleich... Wow! Was zum Teufel? Gut, dass ich gespeichert habe. Das ist dann noch eine normale Kiste.
Okay, das ist eine Waffe für unseren Ninja. Den hätten wir sonst normalerweise nicht mehr gehabt, ne? Den haben wir ja wiederbelebt. Speichere lieber, das sieht aus, als wäre da ein Boss. Ah, verdammt. Spannend zu lernen, wer mehr was. Und der lernt jetzt. Den können wir von Kieren eigentlich rausschmeißen, weil der ist momentan nicht.